Ja, heute ist ein guter Tag für Thüringen und es ist auch ein guter Tag für die Linke. Und der Grund ist natürlich der erfolgreiche Abschluss der Koalitionsverhandlungen zwischen meiner Partei, der SPD und Bündnis 90, den Grünen. Ich glaube, es ist keine Übertreibung, wenn man sagen kann, dass dem Tag auch etwas Historisches anhaftet. Ich will drei Punkte sagen, die mir am Herzen liegen an dem heutigen Tage. Zunächst etwas zu der Politik des Miteinanders, die sich dort abzeichnet. Der Koalitionsvertrag, der jetzt abgeschlossen worden ist, ist ein entscheidender Schritt, die Herrschaft der CDU in Thüringen zu beenden. Und die Chance vom 14. September ist genutzt worden von allen drei Beteiligten. Ich glaube, dass es nicht wenige gibt in der Bundesrepublik, die das nicht erwartet hatten. Mein Optimismus hat sich bestätigt an dieser Stelle. Die Gespräche, die abgelaufen sind, sind auf Augenhöhe geführt worden zwischen allen drei Parteien. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt war, dass sie letztendlich auch zum Erfolg geführt worden sind. Es gibt eine gemeinsame rot-rot-grüne Handschrift in diesem Koalitionsvertrag und kein Überfordern des jeweiligen Koalitionspartners. Es stehen jetzt die Mitgliederentscheide an, bei den Linken und bei den Grünen. Ich bin davon überzeugt, dass in meiner Partei es eine breite Mehrheit geben wird für diesen Koalitionsvertrag. Ich will etwas sagen zu den Inhalten des Vertrages. Drei Punkte sind mir wichtig. Zunächst zum Arbeitsmarkt. Es ist richtig, den Umfang atypischer Arbeitsverhältnisse, insbesondere was Werkverträge und Leiharbeit betrifft, zurückzudrängen und die öffentliche Förderung genau an diesem Maßstab auch zu messen und die Kriterien guter Arbeit auch in Thüringen endlich wirken zu lassen. Und es ist gut und richtig, dass für Langzeitarbeitslose gemeinwohlorientierte Beschäftigung finanziert werden soll. Das Zweite betrifft die Zukunftschancen für Kinder in Thüringen. Auch hier gibt es hervorragende Projekte, auf die sich verständigt worden ist und die die Bedingungen in Thüringen deutlich verbessern werden. Das ist vor allen Dingen das beitragsfreie erste Kita-Jahr und ebenso der Ausbau der Gemeinschaftsschulen, etwas, was gerade meiner Partei besonders am Herzen lag, und auch die Verbesserung der Arbeitssituation und auch die Zahl der Lehrerinnen und Lehrer, die in Thüringen in den Schulen arbeiten sollen. Auch das ist ein deutlicher Schritt nach vorn, der hier vereinbart worden ist. Der dritte Punkt neben Arbeitsmarkt und Zukunftschancen, den ich herausgreifen will, ist die Frage von Demokratie und Geheimdiensten. Es sind die Voraussetzungen geschaffen worden, die demokratische Kontrolle des Verfassungsschutzes deutlich auszubauen. Und es ist hervorzuheben, dass vereinbart worden ist, das bisherige V-Leute-System in Thüringen zu beenden. Nicht nur, weil Bodo Ramelow einen sehr persönlichen Bezug zu der Frage der Überwachung von Politikerinnen und Politikern hat, sondern grundsätzlich, was das Agieren der Geheimdienste und des Verfassungsschutzes im Besonderen betrifft, ist das ein unglaublich wichtiger Erfolg auch für meine Partei. Und in diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass Vorhaben bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus deutlich stärker unterwegs zu sein in Thüringen, als es bisher der Fall war. Der dritte Punkt, den ich erwähnen will, und das gehört dazu, natürlich ist das, was in Thüringen heute vorgestellt worden ist, der erfolgreiche Abschluss der Koalitionsverhandlung, etwas, was weit über Thüringen ausstrahlt. Ich weiß, Bodo Ramelow ist noch nicht gewählt. Das wird noch ein paar Wochen dauern. Ich gehe fest davon aus, dass er der erste linke Ministerpräsident wird. Und natürlich kann das, was in Thüringen jetzt auf den Weg gebracht wird, Vorbild sein für andere Bundesländer, zum Beispiel für Sachsen-Anhalt, mein Heimatland, aber auch für andere Länder, andere Mehrheiten zu schaffen und die gefühlte Vorherrschaft der CDU über viele Jahre in diesen Bundesländern beenden. Dankeschön.